Weltentdecker. Hallo, Globini. Was machst du denn hier? Ich überlege, welches Kostüm ich dieses Jahr zum Fasching anziehen soll. Stimmt. Es ist ja wieder soweit. Fasching und Karneval stehen vor der Tür. Da fällt mir ein, dass ich ja auch noch etwas vorbereiten möchte. Sie wollen sich auch verkleiden? Nein, aber etwas backen. Was möchten Sie denn backen? Na, Berliner natürlich. Berliner? Naja, du weißt doch, Krapfen oder Pfannkuchen. In vielen Teilen Deutschlands heißen sie aber Berliner. Oh ja, die mag ich sehr. Besonders die mit roter Marmelade. Nur, weißt du was, Globini? Ich habe keine Ahnung, wie man Berliner macht. Am besten, wir lassen uns das einmal zeigen. Was meinst du? Gute Idee. Bin ich müde. Es ist noch dunkel draußen. Die Bäcker fangen eben schon früh an, damit alles fertig ist, wenn wir zum Einkaufen kommen. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Hast du gesehen, welche Zutaten der Bäcker abgemessen hat? Ja, ich glaube Butter, Mehl, Milch, Eier, Gewürze, Salz, Zucker und Hefe. Ganz genau. Sobald alle Zutaten abgewogen wurden, kann der Teig geknetet werden. Aber da fehlt ja noch die Marmelade. Keine Sorge, Globini, die kommt erst später in die Krapfen. Sobald der Teig gut durchgeknetet ist, können daraus kleine Teiglinge geformt werden. Jetzt kommt bestimmt die Marmelade in die Berliner. Immer noch keine Marmelade. Noch nicht. Jetzt müssen die Berliner erst einmal richtig gehen. Wohin denn? Nein, nicht wohin, sondern auf. Die Teiglinge müssen aufgehen. Das heißt, sie werden größer. Dafür sorgt die Hefe. Oh ja, jetzt sehen sie schon viel größer aus. Jetzt kommt bestimmt die Marmelade in die Berliner. Nachdem die Berliner richtig aufgegangen sind, werden sie in heißem Fett gebacken. Die kommen gar nicht in den Ofen? Sie werden frittiert. So nennt man das, wenn Lebensmittel in heißem Fett gebacken werden. Aber jetzt hat der Bäcker ja die Marmelade ganz vergessen. Keine Angst, Globini. Die Marmelade kommt noch. Herr Professor, schauen Sie einmal. Um die Marmelade und natürlich auch die anderen Füllungen in den Berliner zu bekommen, werden sie auf eine kleine Düse gesteckt, aus der die jeweilige Füllung kommt. Das ist ja genial. So, jetzt möchte ich aber unbedingt einen probieren. Das sieht aber wirklich lecker aus. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Berliner zu essen und sie nicht selber backen möchtest, erwarten dich in deinem Globusmarkt viele tolle Berliner in verschiedenen leckeren Sorten, wie zum Beispiel mit Aprikosenmarmelade und Puderzucker oder Vanillefüllung.